Der dritte Tag in Ferl bricht an. Der Tag nach dem großen Scheitern. Nun gilt es, die Scherben aufzusammeln und auszuwerten. Hallo. Guten Morgen. Na, wie geht's? Gut. Mann, ihr seid immer gut drauf. Steht man auf dem Land so gut schon früh auf oder so mit der Hühner, oder was? Ja. Wo sind die Chefs? Denke Küche. Dann holen sie mal. Moin. Morgen. Tag. Alles gut? Alles gut. Gut, ich habe die Auswertung dabei. Können wir uns vielleicht da vorne hinsetzen, dann werden wir da als erstes drüber reden, okay? Sehr gerne. Super. Ich bin jetzt nicht großartig aufgeregt. Ich denke, ich kann einschätzen, wo wir ungefähr landen werden von den Punktzahlen her. Ich gehe mit einem komischen Gefühl in die Auswertung, da ich dieses Gefühl hatte, dass es nicht gut gelaufen ist. Eine realistische Einschätzung. Gestern waren die Testesser da, unabhängig, noch nie hier gewesen und vor allen Dingen auch für mich und für uns alle eine neutrale Bewertungsgrundlage. Ihr habt von den Testessern von 50 möglichen Punkten wie viele Punkte bekommen? Zwischen 25 und 30. Mhm. Ihr habt 23 von möglichen 50 Punkten von den Testessern bekommen. Eine Ohrfeige, die sich gewaschen hat. Also ich war geschockt. 23 Punkte finde ich gerechtfertigt. Alleine aus dem Schluss, dass halt bei einigen die Vorspeise fehlte. Alle drei Gänge sind gnadenlos durchgefallen. Nur Ambiente und Service konnten überzeugen und die totale Wertungskatastrophe abwenden. Die Testesser haben gesagt, 3 Punkte von 10 für die Vorspeise. Schmeckt wie Fertigsoße, Pizzasoße. Überwürzt, zu dickflüssig, nichts Besonderes, 4 Gäste keine Suppe. Da hast du gestern gesagt, es waren 4 Liter. Es war einfach nicht richtig kalkuliert. Sowas muss man vom Gewicht her ermessen und nicht von der Literzahl. Hauptspeise 4 von 10 Punkten. Tiefkühlkost, zu trocken und zu wenig Pilze. Zigeunersoße schmeckt wie Suppe von Vorspeise. Ganz ehrlich gesagt haben wir bis jetzt für die Schnitzel immer ein positives Feedback gekriegt. Aber trotzdem läuft der Laden nicht. So, und jetzt kommen fremde Leute hin, machen Testessen und sagen 4 Punkte. Also von da bin ich eigentlich ganz froh, dass es dann auch so rausgekommen ist, wie es rausgekommen ist, weil jetzt können wir arbeiten. Die Meinung der Testesser ist eingänglich, es fehlt die Individualität und die Liebe zum Kochen. Das ist ein komplexes, tiefes, kulturelles Ereignis, Gastronom zu sein. Das lebt man, das ist eine Berufung. Ja? Nachspeise. Komische Konsistenz, teigig, das stimmt, das habe ich auch selber gemerkt. Das schmeckte wie Teig. Und für manche ungenießbar. Ein vernichtenderes Urteil ist kaum denkbar. Er schmeckt, als wäre er in einer Pfanne gemacht worden, wo vorher vielleicht ein Fisch drin war oder so. Also schmeckt wirklich gar nicht. Ambiente, 7 Punkte. Da habt ihr die meisten Punkte für bekommen. Schönes Gebäude, tolles Fachwerk. Und das stimmt auch, das ist ein wunderschönes Objekt. Aber auch nur bis zur Eingangstür und bis zur Küchentür. Alles dahinter, finde ich, ist Schrott. Service 6 Punkte, gute 6 Punkte. Sie waren sehr nervös, nett, freundlich, das ist für mich das Allerwichtigste. Wissen fehlt. Es kann nicht sein, dass ihr in einem Geschäft arbeitet und ihr wisst nicht, was ihr verkauft. Ich bin mir zu unsicher, weil ich habe das ja nicht gelernt und mir wurde das auch nie gezeigt. Über dieses Restaurant schwebt eben die Unsicherheit. Ja, das stimmt. Unsicherheit. Unsicherer Service, unsichere Küche, unsichere Abläufe, unsicheres Konzept. Und du bist kein Chef. Natürlich, er ist Chef, aber er möchte auch wie Familie hier wirken. Ne? Also wir sind eine Familie hier. Der Zusammenhalt ist auch groß. Da geht auch ein bisschen der Chef unter. Die Inga zum Beispiel, die hat gestern das Heft in die Hand genommen, nicht du.
So, komm, nächsten Tisch anrichten. Ja. Ich habe dann den Großteil gemacht, habe die Ansagen gemacht. Ich fang schon mal an, anzurichten, rauszuschicken. Meinst du? Auch ich kann das Zepter da hinten übernehmen. Das Problem ist wirklich, es gibt noch viele Sachen im Hintergrund, die einfach auch zu wissen, oder die man wissen muss, um das auch einschätzen zu können. Nee, weißt du wieso? Weil ich beurteile das wie ein Gast. Wenn ich hier hinkomme und das Restaurant besuche, möchte ich nicht wissen, was da hinten los ist und welche Probleme ihr habt oder so. Ich möchte hier eine schöne Zeit mit netten Menschen und leckerem Essen haben. Und nicht mehr und nicht weniger. So beurteile ich das erstmal. Unterstreiche ich es 100%. Und so beurteilen das auch die Testesser. 100% richtig. Aber das Ding ist doch einfach, dass du zu viel redest. Ich komm ja gar nicht zum Reden. Du musst doch wenigstens die Komplexität der ganzen Probleme wissen. Nee, der Laden läuft nicht und du kriegst es nicht fertig, ein Team aufzubauen. Außer die Leute, die hier sind und die sich sehr viel Mühe geben. Die aber keinen Captain haben, der sie richtig führt, der das Schiff in die richtige Zielrichtung bringt. Ja, aber wenn du nicht weißt, warum diese Führung... Weil du es nicht kannst. Wenn da kein Interesse besteht, mal die Hintergründe zu beleuchten, dann halte ich jetzt meine Fresse und wir gucken, wie es weitergeht. Okay, dann kann ich es nicht. Das ist okay. Genau, und das ist auch erstmal... Gut so, dass du das jetzt sagst. Im Endeffekt ist es auch scheißegal, weil das, was Frank hier vorhat, ist mit Sicherheit der richtige Weg, egal was vorher war. Und da habe ich gerade ein bisschen drüber nachgedacht. Von daher passt das schon. Und wenn du meine Hilfe möchtest, gerne. Dann versuche, einfach alles Alte erstmal zu vergessen. Okay. Ich habe so viel gelernt, mein Kopf ist. Und jetzt werden wir beide erstmal etwas kochen. Sehr gerne. Gut. Wir können nur lernen und uns verbessern, weil Fakt ist ja eins, so wie es im Moment läuft, läuft es halt nicht. Da nehmen wir jede Hilfe gerne an und wenn ein guter Koch uns da Hilfe anbietet, wäre ich ja schön bescheuert, die nicht anzunehmen. Stefan ist ein lieber Kerl, das Team ist auch super nett, aber er quasselt einfach zu viel und er hat keine Erfahrung. Er weiß, wie die Welt der Gastronomie überhaupt nicht funktioniert. Welche verschiedenen Ressourcen es gibt, welche verschiedenen Konzepte es gibt und diese gesamte Komplexität. Jetzt versuche ich Ihnen das mal an einem Gericht zu zeigen, damit er weiß, wie meine Sprache kulinarisch in der Pfanne aussieht. Kochkultur muss Einzug halten. So, pass auf. Was wird das? Du wirst wahrscheinlich einen Schnitzel da drin machen. Genau. Und dazu gibt es eine kleine schöne Pilzsoße. Damit fangen wir jetzt mal an, okay? Zunächst Kräuterseitlinge und Zwiebeln zerkleinern. So, die Pilze kannst du jetzt dort reingeben. Die brät man jetzt als erstes an. Und zwar in Butter und Öl. Währenddessen flink die Schnitzelchen salzen. Jetzt kannst du hingehen und machst das noch mal ein bisschen platt. Die Frischhaltefolie schützt dabei das Fleisch. So, jetzt macht man ein kleines bisschen Knoblauch, nicht so viel, ein kleines bisschen. Jetzt macht man das hier zur Seite, ne, dass die Pilze hier weiter braten können. Und dann gibt man hier die Zwiebeln hinzu. Anschließend mit Zucker die Zwiebeln karamellisieren. Guck mal hier, Sherry ist der Stoff, der dem Pilz am ähnlichsten ist. Warum ist das so? Da kommt ja alles aus der Erde. Stück Weißwein, ein bisschen Brühe. Und dann machen wir hier in dem Mixer frisches Paniermehl. Okay. Dafür vom weißen Toastbrot die Ränder entfernen, um das Ganze dann im Mixer fein zu häckseln. So, und das ist jetzt, das nennt man Miedepain, frische Weißbrotbrösel. Dass das so gut funktioniert, wusste ich nicht. Ist eine schöne Alternative zu diesem blöden Paniermehl, was es überall gibt, weil das schmeckt mir gar nicht. Hier ist gerade noch was eingefallen, wir machen noch was dazu. Wir haben ja hier schönen Brokkoli. Hier ist der Stiel, der wird auch verarbeitet. Dann schält man sich so. Dort sitzt der Geschmack. Die Stiele sind genau das, was im Wokgemüse zum Beispiel das ist, was auch so lecker ist. Cool. Das mit den Stielen wusste ich nicht. Den Brokkoli nun mit Cherrytomaten, Schalottenringen und Knoblauch anbraten. So, sind wir fertig. Jetzt kann ich Schnitzel panieren. Mehl. Komm, ich zeig's dir einmal. Melieren, durchs Ei ziehen und Miedepain drüber. So. Ausbacken. Ein bisschen Brühe, ein bisschen Wein. Das muss immer sein. Was gibt's beim Ausbacken zu beachten? Das Schnitzel muss in der Pfanne schwenkend gegart werden. Herausfischen und gut abtropfen lassen. Ganz gerne das andere Schnitzel schnell noch machen. Gerne. Ruhig so leicht andrücken. Leicht, ja, genau. Ja.
Sehr gut. Mike. Einfach so machen, ne? Ist die Panierung goldgelb, darf das Schnitzel an die frische Luft. Dann haben wir natürlich unsere frischen Kräuter. Man pflücke und hacke Basilikum, Schnittlauch und etwas Petersilie. Wir nehmen ein Schnitzel auf den Teller. Ne? So wie gestern, aber jetzt kommt der Unterschied, mein Freund. Und jetzt kommt nämlich der Respekt, dem Gast zu zeigen, dass ich ihm das Beste am Tag gebe. Ne? Das Beste am Tag. Und das ist eine Küche. Die will ich hier sehen. Frisches Schnitzel, frische Pilze, frisches Gemüse. Zeit, die frische Offensive zu probieren. Das ist richtig geil. Also das Schnitzel von Frank war so, wie es war. Top. Ich finde das echt krass, wie intensiv die Soße ist. Mhm. Vom Geschmack her. Und das ganz ohne Geschmacksverstärker. Die totale Offenbarung. Ich hasse Brokkoli. Ja. Und ich hasse es, auf latschige Pilze zu beißen. Und das war beides mega lecker. Also, angekommen. Total. Schmeckt dir? Super. Alles klar. Klar, Schiff machen, das reden wir gleich. Wohl. Diesmal ein bisschen. Aus dem Coaching habe ich jetzt gesehen, wie man es vernünftig machen kann, keine Frage. In meinem Kopf rotiert jetzt natürlich gerade, wie man das umsetzen kann im Tagesgeschäft, dass man das dann halt auch ja, schnellstmöglich rausbekommt. Da hilft nur üben. So, das hat mal richtig Spaß gemacht. Endlich mal ein Moment, der gut war in den letzten 3 Tagen, oder? Das hat doch Bock gemacht, oder? Das hat richtig Bock gemacht. Man hat endlich mal gesehen, dass also das Bewusstsein für Geschmack bei dir auf jeden Fall da ist. Ich werde mich jetzt um eine andere Arbeit kümmern, mein Restaurant, kommen dann wieder. In der Zeit möchte ich, dass eine kulinarische Linie von euch aufgeschrieben wird, was ihr euch denkt. Ja. Ihr werdet Abläufe trainieren, dass ihr sicherer werdet. Ihr müsst lernen, was es gibt hier. Dem Flo wird geholfen. Es wird da hinten aufgeräumt und du musst trainieren, dass die kulinarischen Dinge auch in Perfektion übergehen. Die Hausaufgaben? Neben einer neuen Linie samt Speisekarte müssen Abläufe und Gerichte trainiert, der Umbau vorangetrieben und die Scheune weiter aufgeräumt werden. Dann sage ich bis zum nächsten Mal. Seid fleißig. Okay? Lernen wir. Schöne Grüße an deine Frau. Ne? Richtig aus. 3 schwere Hammertage. Unfassbar. Aber heute ein kleiner Lichtblick. Eins steht fest. Hier muss aufgeräumt werden, hier muss Struktur rein und vor allen Dingen, hier muss endlich eine ordentliche Gastronomie gelebt werden. Da gibt es noch jede Menge zu tun.